Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute diesen leckeren Deutschlandkuchen in Biskuitrolle. Geht ganz einfach und schnell. Legen wir gleich los zu den Zutaten und Zubereitung. Ja, Mama, ja. Für den Biskuitteig brauchen wir Mehl, Zucker, Eier, die habe ich getrennt in Eiweiß und Eigelb, Öl, Milch, Prise Salz und Vanillepaste. Zuerst geben wir den Zucker mit dem Eigelb und Vanillepaste in eine Schüssel, schlagen das Ganze schaumig und geben dann anschließend die flüssigen Zutaten, Milch und Öl rein und mischen das Ganze miteinander. Die genauen Mengenangaben findet ihr alle unten in der Infobox. Das Eiweiß dann mit Zucker zu einem Eischnee separat in einer Schüssel gut schlagen. Jetzt unterheben wir den Eischnee in die Eiermasse rein und anschließend geben wir das Mehl auch dann hinzu und unterheben das Ganze zu einem glatten Teig. Den Teig habe ich gleichmäßig aufgeteilt und färbe das Ganze mit Lebensmittelfarben in Schwarz, Gelb und Rot. Dann fülle ich je Farbe in so Einwegspritzbeutel vorsichtig rein und schließe das Ganze oben. Anschließend bereite ich dann mein Backblech. Ich habe hier meine Biskuitrolle Backmatte, den habe ich von der Marke Zenka. Jetzt abwechselnd den Teig auf die Backform spritzen und anschließend dann das Blech dann im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Stufe für ca. 8 bis 10 Minuten schön backen.
jetzt den Kuchen vorsichtig auf ein Backpapier abstürzen. Bei meiner Backform ist es so, dass das nicht klebt. Falls es bei euch klebt, wirklich ganz vorsichtig abstürzen, dann mit dem Backpapier zusammenrollen und erkalten lassen. Anschließend dann wieder vorsichtig die erste Backpapier rausnehmen, dann die zweite Backpapier, weil ich habe da zwei, einmal unten und einmal oben, dass das wirklich nicht klebt, weil der ist ein bisschen so klebrig, der Teig. Dann habe ich hier einfach Schlagsahne geschlagen mit Sahnesteif und Vanillepaste und das einfach gleichmäßig auf den Kuchen drauf verteilt und dann den Kuchen wieder zusammengerollt zu einer Rolle und es dann gleich auf ein Servierplatte draufgelegt. So einfach und schnell geht dieser leckere Deutschlandkuchen in Biskuitrolleform. Ihr könnt jede Flagge nachbacken. Ich habe jetzt hier die deutsche Flagge gebacken. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!